Hallo und noch einmal willkommen zurück zum Renegade Let's Play von Mass Effect Teil 2. Ich habe mir überlegt, 17 ist eine blöde Zahl, um aufzuhören. Ich wollte gerade Zahl haben. Deswegen mache ich jetzt nochmal Saids Mission und ermögliche ihm die Rache. Ich bin selbst zwar kein großer Fan von Said, gebe ich zu, aber trotzdem. Im Renegade Let's Play wollte ich doch mal euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn er denn seine Rache bekommt. Ob ich das mit in Mass Effect 3 übernehme, dass er seine Rache bekommt oder nicht, das überlege ich mir noch. Ich bin da noch nicht ganz sicher. Das Schöne ist ja, dass ich bei Mass Effect 3 Safe-Gains, da sieht man, ich bin nach der Story. Ich kann Safe-Gains übertragen, die nach der Story sind, aber ich kann mir die aussuchen. Das heißt, ich habe jetzt hier vorher ein Safe-Game angelegt und lege hier nach noch ein Safe-Game an und dann entscheide ich spontan, welchen Safe-Game ich jetzt nehme, ob ich jetzt vor oder nach dieser Mission wähle. Das werde ich dann entscheiden, wenn ich starte. Ich tendiere aber eher dazu, davor. Das war so richtig, ich glaube, ich keinen großen Unterschied macht. Gut, da sind wir bei der Raffinerie. Hacke mich in die Kommunikation der Blue Suns. Bleiben Sie in der Nähe und Vorsicht vor Hinterhalten. Ja, ja. Ich habe übrigens noch zwei Videos geplant in diesem Renegade Let's Play, die aber nichts mehr mit diesem Char zu tun haben. Rücken wir weiter vor. Sprich, zwei Parts kommen noch. Hat aber jetzt nichts mehr mit diesem Char zu tun, das ist ein anderer Char. Aber ihr werdet dann sehen, was ich meine. Okay, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Das war der erste. Noch einer? Kann sie nicht ins Visier nehmen? Ey, wo willst du ganz hin? Schöner Robo. Wow, da muss ich weg. Der hatte Flammenwerfer. Komm, brenne. Hätte er sich nicht verändert. Klingt, als gehöre er erschossen. Schön, Sie zu sehen. Das meine ich ernst. Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Suns gegründet haben. Die Suns sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden. Also ja, wir haben eine Vorgeschichte. Wir sollten lieber aufbrechen. Wissen, dass wir hier sind. Na los, komm schon, du Hurensohn. Jo. Auf zur Raffinerie. Einheiten Charlie Delta. Was haben wir denn hier? Palladium. Und auch diesmal wird es einfach nicht bewacht.
Die sehen in uns überhaupt keine Bedrohung. Das sollten wir echt ändern. Said Massami, Sie haben mich endlich gefunden. Wieder? Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind, für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie's. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie einen Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Brenn, du Schwein! Das war Ihr Todesurteil, Massani. Was zum Teufel machen Sie da? Öffnen Sie das Tor. Wenn Sie das nächste Mal den Zwang verspüren, etwas in die Luft zu jagen, sagen Sie mir vorher Bescheid. Vido war siegessicher, hatte viele Männer. Jetzt hat er den Heimvorteil verloren. Wenn wir weiter Druck machen, entkommt er nicht. Sie unternehmen nichts, ohne mich vorher zu informieren. Das ist meine Mission. Vergessen Sie das nicht. Ich bin hier, um Vido Santiago zu töten. Wenn ich Ihnen bei Ihrer Mission helfen soll, sorgen Sie lieber dafür, dass der Kerl heute stirbt. Sie wollen ihn tot sehen? Dann stirbt er. Alles andere ist mir egal. Solange Vido eine Kugel schluckt. Ausgezeichnet. Töten wir ein paar Blutfans. Jetzt hätte ich nicht schon genug Abtrünnigpunkte, aber was soll's. Apropos, wie viel habe ich überhaupt? Ah, noch nicht ganz voll. Ich könnte noch einiges mehr an Nemesium machen, um den Abtrünnig voll zu kriegen, aber wozu? Hilfe! Wir sind eingesperrt! Wir kommen nicht zu den Gasventilen, um sie abzudrehen! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Vido ist verwundet. Er ist sicher nicht sehr schnell. Vido ist klug. Wenn wir den Leuten helfen, nutzt er die Zeit, um zu fliehen. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Ja, tut mir leid, Leute, aber er hat recht. Wir haben keine Zeit dafür. Na los, bevor Vido fliehen kann. Freut mich, dass Sie meiner Meinung sind. Nein! Hilfe! Das ist mies, das ist richtig mies. Und noch mehr Abtrünnigpunkte. Oh, der fliegt schon wieder weg. Warum? Was ist das für eine Tür? Oh, oh, Kacke. Kann sie nicht ins Visier nehmen? Oh, Kacke, Kacke. Oh, 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 oh. Fuck. Da habe ich zu viel riskiert. Da habe ich definitiv zu viel riskiert. So habe ich jetzt die Brandmunition nicht da drin. Ja, hier ist sie drin. Kann sie nicht ins Visier nehmen? Nochmal mache ich das nicht. Der Typ mit Flammenwerfer, die gehen mir voll auf die Eier. Ich will auch einen Flammenwerfer. Noch ein paar Credits.
Das könnte nützlich sein. Hinter uns! Was geht denn los? Eure Betäubungsschuss ab! Whoa, 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 whoa. Okay, okay. Auch Typen mit Raketen, der vergeben, gehöre ich auf den Sack. Bisschen paradox finde ich jetzt aber, dass dieser Weg bis jetzt länger dauert, als wenn wir die Leute retten. Was ein kleiner Widerspruch ist eigentlich. Kommt man nicht von da oben raus? Wollen wir die Leute retten? Also wenn hier ist vielleicht der Flammenwerfer liegt, dann ja. Ja. Der Weg dauert länger. Was das wohl ist? Der Weg dauert länger, als wenn man die Leute rettet. Das ist bescheuert. Das ist echt dumm. Das ist richtig dumm. Jetzt Kryo und Disruptor Munition drin. Ach, wegen Said? Oder wer die? Egal. Ich verbrenne sie ja selbst auch, also nur zu, hau rein. Gönn dir, verbrenn deine Leute. Wo kommt hier jetzt auch mal her? Der Raum war gerade ihn doch leer. Komm dir her. Das ist doch Bullshit. Aufpassen. Und da kommen noch mehr raus. Ja, klar. Aus einem Raum, der vorher leer war. Das ergibt keinen Sinn. Hab ich ja schon längst. Wo kommen die her? Ist doch scheiße. Yo, das kann ich auch. Jetzt, mittlerweile. Wo ist er hier? Komm. Ja, klar. Er hat einen Flammenwerfer, er tötet mich. Ich habe einen Flammenwerfer. Nein, der funktioniert nicht. Meine hat Fehlzündung. Oh, jetzt die ganze Scheiße nochmal machen. Ich jage hier alles in die Luft.
Zumindest der Vorteil daran ist jetzt, dass der Part nicht allzu kurz wird. Oh ja, ihr geht mir gerade echt auf den Sack. Jetzt gehe ich echt weiter zurück, ey. Ich hab keinen Bock drauf, von allen Seiten beschossen zu werden. Ich komme da eh pausenlos da raus. Ja? Wo sind sie? Ich renne da garantiert nicht nochmal vor. Das könnt ihr vergessen. Ich werde von allen Seiten beschossen und die Flammenwerfertypen sind einfach zu nah. Ich gehe da nicht nochmal hin. Genau wegen sowas. Brenne, du Sack. Ja, jetzt kommen die ja nicht raus, oder was? Ja, toll. Betäubungsschuss bereit. Ach, der brennt noch nicht. Verpiss dich, Mann! Der Treibstofftank löst sich! Schießen Sie da unten! Der ist schon längst unten! Links! Jetzt will ich auch mal ein bisschen rumfackeln hier. Oh, 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 oh. Okay, jetzt mache ich mal was Dummes. Na ja, gut, okay, hatten wir nicht. Der Roboter ist schon kaputt. Ich wollte ja nicht mit dem Flammenwerfer grillen, aber der war schon so gut wie im Arsch. Yay! Endlich, alle gekillt. Komm, hol dir deine Rache. Said, bitte! Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich, das ist. Es ist 20 Jahre her. Sehen Sie sich an. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Said, bitte. Ich werde hier sterben. Tun Sie doch etwas. Brenn, du Schwein. Boah, das ist mies. Das ist richtig mies. Ich meine, er hat ja auch seine Leute brennen lassen, davon mal abgesehen. Also verdient hat er's. Ja, das war es jetzt aber auch wirklich mit diesem Charakter in Mass Effect 2. Wie gesagt, ich habe noch zwei Parts geplant. Die hänge ich hier mit dran, aber die haben nichts mehr mit diesem Char zu tun. Also schaltet auf jeden Fall rein. Das wird sich bestimmt lohnen. Bis dann. Ciao.